Wir bieten euch einen besonderen Hallo, guter Mann. Wir würden gerne nach Sedanin waren wir schon. Suran kennen wir nicht. Vivek soll wohl sehr groß sein. Aber wir wollten nicht allzu lange wegbleiben. Aldrun. Gehen wir mal da hin. Das sieht gefährlich aus. Aber diese Biester brauchen wohl eine recht hohe Plattform immer. Na gut, das ist also Suran. Schauen wir uns hier mal dezent nach einem Pfandleiher um. Oder Juwelier. Und einen Alchemisten. Na nü. Haus der irdischen Freuden. Ha. Hier könnten wir mal ein paar Draken loswerden. Hm? Was haben wir hier? Eine Ausstatterin. Ha. Also es scheint schon mal recht viele Geschäfte hier zu geben. Pfandleiher. Das klingt doch schon mal gut. Ein Waffenhändler mit seiner eigenen Schmiede vor der Tür. Aber kein Alchemisten oder Alchemistin. Das ist schade. Oh. Das sieht sehr beeindruckend aus. Wer bist denn du? Ich bin Bula Gramuk. Dies ist das Dorf Suran, das Tor nach Bal-Ur. Sucht ihr hier Dienste oder kann ich was anderes für euch tun? Was für Dienste gibt es denn? Dienste des Tempels findet ihr im Tempel von Suran. Haus Oran bittet die Gefolgsleute von Haus Lalu. Im Handelshaus könnt ihr Betten mieten, sowie Nahrungsmittel und andere Dinge kaufen. Zu den Geschäftsleuten und Ausbildern gehören Drana Sarantan, der Sklavenhändler. Ganz viele Ausbilder. Ne, Ausbildung wollen wir momentan noch nicht haben. Dafür hätten wir wahrscheinlich gar nicht die Draken. Ha, also gibt es wahrscheinlich nur diesen Pfandleiher und das Handelshaus da unten, wo wir Diamanten loswerden könnten. Gibt es hier irgendjemanden Wichtigen? Eljun Saren ist Priester des Tempels in Suran. Avon Oran aus dem Haus Lalu, der Fürst von Suran, lebt im Haus Oran. Und dann noch jede Menge Namen, die aber nicht so wirklich wichtig zu sein scheinen. Jede Menge Bauern, die irgendwelche Plantagen besitzen. Oh, Nevena Ulis, die Großmeisterin des Halurates, bewohnt Haus Ulis auf der anderen Seeseite. Ha, das könnte später noch interessant werden. Hast du einen Ratschlag für uns? Der Schrein des Molag Bal ist kein Ort, zu dem man mal soeben eine Pilgerreise macht. Sein Inneres ist von einem gefährlichen Fluch belegt und es ist dem Tempel nicht gelungen, Hexen und Hexe herauszuhalten, die dort ihre Dedra-Verehrung praktizieren. Sucht euch die Ruinen ruhig von außen, seht euch die Ruinen ruhig von außen an, aber hättet sie nicht. Es sei denn, ihr seid stark und gut vorbereitet. Der Schrein des Molag Bal. Na gut. Das scheint auf jeden Fall eine Lalu-Stadt zu sein. Oh, was haben wir hier noch? Ein Händler. Das ist recht vage. Gucken wir mal rein. Das ist schon mal ein Dunmer. Keine Wachen. Ha. Hallo. Handeln. Hochvulkanglas-Wolfmesser. Das sieht doch gut aus. Ansonsten aber nicht sehr wirklich viel Interessantes. Hier hätten wir auch Klamotten kaufen können. Ein gewöhnliches Gewand. Würde er jetzt irgendetwas anbieten, was verboten wäre, also diskret unterm Ladentisch, dann wären wir auch versucht, unsere Diamanten hier zu verkaufen. Aber er hier ist irgendwie zu adrett angezogen. Obwohl der Rest nicht so ganz passt. Ha, vielleicht ist er ja neureicher. Oder er verdient sein Geld durch irgendwelche unlauteren Dinge. Probieren wir es einfach mal. Wir hätten hier 2 Diamanten zum Verkaufen. Wie viel gibst du uns dafür? 287. Die müssten eigentlich mehr wert sein. Aber gut, er kennt uns nicht. Und ist auch eigentlich nicht sein Metier. Probieren wir mal 300. Macht er. Sehr schön.
Das hätte er auch machen müssen, denn hätte er sie jetzt nicht gekauft und wir hätten es woanders nochmal umgesehen, dann wäre es ein wenig auffällig geworden, wenn wir von Laden zu Laden gehen und jedem unsere Diamanten unter die Nase halten. Also ist schon ganz gut, dass er sie sofort genommen hat. Kannst du uns noch irgendwas über Suran sagen? Suran ist eine geschäftige Handelsstadt am Masobi-See, von der aus man die Seen, Höfe und Plantagen der Askadia-Inseln erreicht. Pilger des Tempels, die auf ihrer Pilgerreise die Felder von Ku und den Schrein Molag Baals besuchen, davon haben wir gerade gehört, finden dort Unterkunft. Bauern und Plantagenbesitzer der Askadia-Inseln, der reichen Landwirtschaftsregion südlich und westlich des Suran, finden dort Nahrungsmittel und Dienste. In dem Land der Seen und Inseln sollte man schweben, auf dem Wasser gehen oder gut schwimmen können. Wir können weder fliegen noch auf Wasser wandeln und schwimmen tun wir auch nicht sonderlich gerne. Sehr schön. Aber sind die Diamanten losgeworden? Wir haben jetzt einen prall gefüllten Sack mit Draken. Das ist das Einzige, was eigentlich noch fehlt, wäre ein Alchemist. Was haben wir da oben? Da war noch eine Fahne gewesen. Sieht wie eine Taverne aus. Ah, da ist der Tempel. Um was geht es? Suran Handelshaus. Okay. Ha. Sieht wirklich eher wie eine Taverne aus als ein Handelshaus. Aber gut. Was hast du im Angebot? Hallo, Skuma. Und Mondzucker. Aber das geht ja Hand in Hand. Und Brot. Quarma-Eier. Also das wäre doch mal eine gute Absteige, wenn die Jungs sich hier noch zu benehmen wüssten. Zimmer haben sie wohl auch. Da können wir mal kurz reinlupen. Ach ja, doch. Die Zimmer sehen gut aus. Ha. Vielleicht könnten wir hier ein Zimmer kaufen. Oder jedenfalls sehr lange mieten. Das wäre doch schick. Aber es ist ganz schön viel los hier. Wäre es ja irgendein Ableger der Diebesgilde. Oder der Kamonatong. Das wäre nicht so gut. Na gut, das soll erstmal reichen. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir hier gut unterkommen könnten. Und unsere Beute loswerden könnten. Da es ja genug Händler hier gibt. Aber na gut. Wir sollten zurück nach Palmora. Die Reise mit dem Stickschreiter dauert doch recht lange. Der halbe Tag ist schon rum. Und morgen machen wir uns dann dran, entweder für die Diebesgilde oder für die Kriegsgilde was zu machen. Und diesmal auch wirklich. Heute haben wir uns aber noch ein bisschen vergnügt, haben uns umgeguckt und sind unsere Beute losgeworden. 610 Draken. Ach ja, davon können wir eine ganze Weile leben. Auch wenn das recht schnell weg wäre, wenn wir einen Alchemisten finden würden. Dann wäre wahrscheinlich fast gar nichts mehr davon übrig. Aber na gut. Hallo, wir würden gerne zurück nach Balmora. Wo wollt ihr hin? Ja, und schon dämmert's wieder. Also wir sehen zwar ein wenig was vom Land, während wir auf dem Schlickschreiter unterwegs sind, aber trotzdem ist das irre langweilig. Aber na gut. Auf zur Kriegergilde gucken wir mal, wie die Übernachtung da so ist. Ob unsere Kameraden schnarchen oder nicht und wie viele Leute überhaupt genau schlafen. Vielleicht ist der Raum auch ja nur für die Rekruten und ich davon gibt es nicht so viele. Hoffen kann man. So. Tür zu. All unser Zeug verstaut und dann mal gute Nacht.